Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder der Thorsten. Ich sehe gerade, unser Auflieger tanzt immer noch. Wie dem auch sei, wir fahren jetzt. Ich habe mir einen neuen Auftrag rausgesucht. Wir werden aber zunächst mal bei einer Werkstatt vorbeifahren. Ich gucke gerade, da unten gibt es. Achso. So, Garage kaufen könnten wir natürlich auch noch. Dann fahren wir von Cambridge wieder zurück über den großen Teich und ja. So, ein bisschen geschlafen. So, hier mein Flixbus in England, na Mensch. Warum auch nicht? Hä? Hab den ja nicht mal getatscht, wo ist denn der draufgeballert? Das ist schon merkwürdig hier. Okay, erstmal kaufen wir uns ganz kurz diese Garage hier. Ey, hallo? So, und hier gibt es eine Werkstatt, da machen wir unseren LKW fertig. Wir das fertig haben. Wartung, genau. Das müssen wir jetzt natürlich erstmal reparieren, damit er vernünftig fährt, wa? So, wenn wir das haben, dann holen wir jetzt nämlich als nächstes unseren Auftrag ab. Handy schweigen. Eieieiei, da fliegt schon wieder. Ey, auf mein Grundstück oder was? So, im Zweifel werden wir uns hier nämlich umsetzen müssen. Wo ist denn der jetzt hin? Da liegt der Trailer. Wo ist der Rest vom Schützenfest? Da liegt einer. Da liegt einer und da ist auch die Zugmaschine. Leute, nimmt diesen Mist aus den Verkehrsmods. Es hat keinen Sinn. So, das heißt, wir mogeln jetzt ein bisschen. Das hilft alles nicht, sonst kommen wir hier nämlich nicht an. So. Sonst kommen wir hier nämlich nie durch. So, ein bisschen, ne? Wir haben jetzt betrogen. Nimmt diese Scheiße wieder raus. Es hat keinen Sinn. Ständig fliegt diese Mistdinger irgendwo durch die Botanik. Kann man wirklich schon wieder machen. Kommt ein Trailer geflogen, Teil 2, ganz ehrlich. So, was wollten wir fahren? Draußen kommt ein Flieger rein, übrigens, nicht so laut. Wir können hier nur dieses Milchpulver fahren nach Manresa. Das ist España, ne? Nach Spanien geht's also. Hier ist für Spanien wichtig. Ich lerne ja noch dazu. Ich glaube, der da links hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Steht hier
Im Stroh versteckt, auch nicht schlecht. So, auf geht's. So, aber die Kreuzung müssen wir nun Gott sei Dank nicht noch mal rüber. Von daher haben wir da was, also doch Glück gehabt. Weißt du, wir brauchen ja gar nicht rüber auf die andere Seite. Sehr vorteilhaft. Das ist ja sehr praktisch. Gerade sagen, wir sind zu schnell, gleich werden wir wieder abgezockt, aber naja. Aber es ist schon auffällig, es sind immer nur diese LKW mit den drei Aufliegern hinten drin, ne? Die anderen machen sowas nicht mehr. So. Jo, nächste Woche habe ich dann. Na, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video schaut, genau, habe ich einen Termin mit der Polizei. Das heißt, ich weiß ja nicht, wann ihr es schaut, aber heute, am heutigen Tag, genau. Da geht es dann nochmal um die Geschichte mit meinem Sohn, dass man sich mich dort direkt nochmal kontaktieren möchte. Mein Gott, meine Ladung zur Polizei. Was habe ich verbrochen? Und wird mich verhaften. Nein, natürlich nicht. Die wollen ja nur mein Bestes, mein Geld. So, wie gesagt, so ein Fan vom Mogeln bin ich ehrlich gesagt nicht unbedingt. Das eben, ja, ich weiß nicht, wie lange wir da hätten stehen wollen, weil diese Trailer wären dann natürlich eiskalt liegen geblieben. Wir wären da nicht weggekommen. Von daher machen wir es einfach mal so. Guck mal, 90 fahren wir, 97 dürfen wir. Ist das nicht schön? Auch mit Vollgas können wir gar nicht zu schnell fahren. Ich glaube, wir müssen hier raus. So, hier gibt es gleich Ärger, wenn der nicht schneller fährt, weil ich habe nämlich geschlafen. Wir müssen hier lang. Hui, gerade noch mal gut gegangen hier.
sollte vielleicht gleich mal was frühstücken. Dann wird man so langsam, aber sicher Zeit. Schon wieder so ein Dreier. Nee, ich wäre dafür, dass man die aus dem normalen KI-Traffic wieder entfernt. Die kriegen es nämlich einfach nicht gebacken. So schaut's aus. Fahren wir gleich schon auf die Fähre? Ist das so? Haben wir das Glück, dass wir vorher keinen Parkplatz mehr aufsuchen müssen? Dann fahre ich eigentlich auf dem Standstreifen. So, was ist hier los? Lecker noch bei Rot drüber, Mensch. So, sind gerade die Straßenlaternen angegangen um 20:38 Uhr. Zeit für einen O-Saft, da bin ich schon mal an. Ampel stehen. Dann ist die Folge auch gleich schon wieder vorbei. Mal sehen, ob ich mich da irgendwie an den Wegesrand stelle. So, jetzt ist mir meine Katze gerade auf den Schoß gesprungen. Ach, die ist richtig knuffig heute. Und da geht sie auch schon wieder. Tschüss, Aloy. Ne, wir gucken gleich mal irgendwo, dass wir uns an den Wegesrand stellen können, Parkplatz, ob es da sowas gibt. Sehen, ob wir jetzt mit rüberkommen. Warum fährst du eigentlich nicht? Du hast grün. Warum haben die auch grün? Was läuft falsch hier? Gut, schon bei Rot. Macht ja nichts. Die Ampelschaltungen hier laufen doch falsch. Jetzt kriegen die auch grün, ne? Modder, da müsst ihr noch mal dran. Das hilft alle nicht. Also diese Ampelschaltung hier ist ja wohl völlig daneben. Das war ja wohl nichts. Ich kann doch nicht zwei Fahrspuren gleichzeitig grün geben. Das ist. So, wie weit ist denn das bis Dover? Eigentlich ist unsere Folge nämlich jetzt um. Oh, da unten ist Wasser. Es könnte sein, dass, oder doch nicht, oder gucke ich falsch, es könnte sein, dass wir kurz vor Dover sind, dann fahren wir natürlich bis dahin noch kurz durch.
jetzt die Folge eben 5 Minuten mehr als normal. Das kriegen wir hin. Ansonsten nächster Parkplatz. Ja, da haben wir wieder Hänger drin. Schweppes. Channel, Tunnel. Ja, Mensch. Dann würde ich sagen, wir sind gleich da. Fahren wir das Stück bis zum Tunnel, nämlich noch eben. Fertig, ja, Mensch, cool. So, hier werden wir schon eingeleitet, 30 zu fahren, hier müssen Frachten lang. Folkestone. Wo kommt er her? Ich schwöre, der hat hier bis vor 2 Sekunden noch nicht gestanden. So, wo müssen wir denn hier lang? Komm, die paar Meter bis zum Schiff schaffst du noch. Das ist nicht mehr jetzt so weit hier. Was haben die hier gebaut? Ey, war das schon immer so kompliziert? Ja, richtig spannend hier. Also, das haben die Pro-Modder offensichtlich komplett umgebaut hier, weil ich weiß, wusste nicht, dass es. Oder ich bin immer von der anderen Seite gekommen, das weiß ich nicht. Das mag natürlich auch sein. Ich habe nicht in Erinnerung, dass das so kompliziert ist, hier an diesen Bahnhof ranzukommen. An den Eurotunnel. So, komme ich an euch vorbei. Und gibt es wahrscheinlich jetzt ein Problem, ja.
Genau, das habe ich mir gedacht. Erwartet, das ist sehr schön. Und dann haben wir es gleich geschafft. So, mal gucken, wo hier die. Alles gut. Hier können wir rein. So, in diesem Sinne, dass wir es bis zum Eurotunnel geschafft haben, dass die Ampelschaltung nicht 100% ist und dass die Trailer mal wieder tief geflogen sind, bedanke ich mich für diese Folge bei euch fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.